Ich sehe schon wieder die leckeren Zutaten überall. Kokosmilch, ich liebe das. Du liebst es? Und das Limetten, lecker, lecker. Wir machen heute einen wunderschönen Garnelencurry mit Ananas. Da haben wir wieder dazu, und der wird gesüßt übrigens mit Pannzucker, ganz was Interessantes, Pannzucker. Das ist Honig, oder? Gell? Ja, schaut's aus wie ein bisschen auskristallisierter Honig. Und das ist auch warm, gell? Ja, das haben wir vorher ein bisschen in die Wärme gestellt, weil das ist sonst pickelhart. Und was wir dann noch hineingeben, jetzt musst du mal dann riechen, Thai-Basilikum, ich sage immer Anis-Basilikum, weil so Anisette-mäßig rüberkommt. Von 70 verschiedenen Basilikum. Das ist übrigens der Heilige. Man nennt ihn den Heiligen. Also es gibt den ganz klassischen, also die Kategorierung der Basilikumkräuter, und das ist der Heilige. Ja, nicht wo das, was du auf die Caprese. Wo kauft man sowas? Ach du, das wir sind ja mit den ganzen Produkten in München bestens gesegnet. Ehrlich? Mit den ganzen Geschäften, mit den Asialäden. Ah ja, in allen Asialäden kriegst alles, du die ganzen Zutaten. Alle auch. Zutaten mittlerweile, überhaupt kein Problem. So, jetzt werden wir mal anfangen mit unserem Curry. Ja. Und was ganz wichtig ist, das ist ja nicht irgendwie ein Pulver, irgendwie was man so kennt, was man über die Wurst drüber streut. So, das berühmte Currypulver, sondern die Thai-Currys sind ja Pasten. Also die Frischzutaten verarbeitet, ja, das heißt im Mörser verarbeitet. Und jetzt gehen wir hier wieder rein in unseren Wok, den wir hier... Soll ich ein bisschen was tun? Und zwar nur so einen knappen Esslöffel voll gibst du mal hier rein, das braten wir jetzt nämlich an. Ist das okay? Wunderbar, wir sehen auch von der Schärfe dann. Hier haben wir 13 Zutaten verarbeitet, damit wir auf diese Paste gekommen sind, und jetzt über dieses Anbraten, holen wir jetzt natürlich dementsprechend die Aromen. So, müssen wir schauen, dass wir nicht zu heiß werden. Ja, jetzt riecht schon gut. Was brauchst du als nächstes? Du löscht mir das jetzt mit der Kokosnussmilch ab. Das können wir jetzt schon mal machen. Jetzt haben wir schon den Röstvorgang gemacht. Wunderbar. Wie viel? Gib mir mal so einen kleinen Schuss rein. Wunderbar, stopp. Na, hervorragend. So, jetzt schauen wir, dass wir das Ganze schön verrühren. Jetzt kochen wir das ein bisschen ein, und einen guten Curry kocht man nicht, sondern so einen guten Curry in der Thai-Küche, den rührt man, sagt man so. Ist er ganz klein, ist bis man nichts mehr. Siehst du das? Ja, genau. Jetzt haben wir das schon so schön homogen gemacht. Das wird natürlich schon Farbe, spicy. Ja. Also das ist ja, schon, ja. Eigentlich könnte man es jetzt schon essen irgendwie. Das ja, es ist also noch nicht ganz. Schon erheblich jetzt von der Schärfe. Und jetzt schauen wir her, jetzt reduzieren wir das da so schön runter. Ja, jetzt sieht man, jetzt wird das Ganze sämig. Und jetzt kommen aber die Aromen. Jetzt erst richtig kommen. Jetzt, wenn man so drüber fährt, mal 13 verschiedene Kräuter in frischester Form haben wir jetzt hier verarbeitet da drinnen. Jetzt gibt man noch so einen kleinen Schuss Kokosnussmilch hinein. Und dann wirst du mal schauen, wie schnell das dieses Gericht fertig ist. So, also wenn man denkt, ja wunderbar. So, jetzt reduzieren wir das nochmal ein. Und hier haben wir natürlich eine Mordspower drin. Also ich sage das immer wieder, so eine Wokpfanne, wenn dann, kauft euch was Gescheites, Leute. Also es ist wirklich. Aber du könntest es aber auch normal auf dem Herd machen. Also ja, selbstverständlich, in einem Kochtopf. Ich sag, wenn Bock, ja, dann kaufen wir uns bitte was Gescheites. Ah, ist klar. Und da muss ich wirklich sagen, es ist so toll, dass man mittlerweile auch als ganz normaler, also als Nicht-Gastronom hier sowas beziehen kann. Da haben wir hier natürlich unsere Top-Gastro-Firma auch in München da, der war schon fast ganz Süddeutschland, da beliefert mit so einen Waren. Ich meine, da ist auch viel Platz drin. Für wie viele Personen kochen wir jetzt eigentlich? Für zwei. Ah ja, für zwei. Bis drei. Jetzt gehen wir mal hier rein, die Garnele. Schau mal her, die Garnelen haben wir hier frische, schöne, das sind jetzt hier Schiffskiel-Garnelen. Das fahren wir mal ein bisschen nach mit der Temperatur. Ja, haben wir ganz eigene Farbe. Genau, die kommen jetzt hier hinein. Jetzt haben wir das zweimal ein bisschen runter reduziert. Jetzt gehen wir ein bisschen moderat rein mit der Temperatur. Und jetzt geht's schon los. Ananas hinzu. Lecker, die haben wir schön gewürfelt. Das ist auch schön, das sind jetzt Cayenne-Ananas, die sogenannte Smooth Cayenne, wahrscheinlich mit die beste. Jetzt geben wir gleich ein bisschen Pfannzucker. In der Thai-Sprache nennt man das Nam Tam Pip, das hört sich ganz lustig an, Pip Pip. Das wird aber richtig sweet-sauer, gell? Nein, sauer nicht. Ja, wirst du schon sehen, das ist auch nicht so süß. Wir brauchen die Süße. Dieser Curry, dachte ich, der ist scharf. Ja, das wirst du dann schon sehen, der hat schon seine Schärfe. Jetzt gehen wir hier nochmal mit der Kokosnussmilch rein. Und was jetzt wichtig ist, jetzt zupfen wir schon ein bisschen von unserem Thai-Basilikum. Damit wir jetzt ja hier die leichte herbe Note kriegen, den zupfen wir jetzt hier mal zu. Kann man das dann auch essen, dieses? Ja klar, das isst du mit. Ist das gesund? Also gesund allemal. Also es gibt ja eine ganz große Studie über Basilikum, dass man eigentlich wesentlich auch unserem Basilikum, was man so kennt, landläufig, was man hier so reingibt, auf die Caprese, Tomate, Mozzarella, man kennt das ja, gibt es also wirklich wunderschöne Studien, also in der letzten Zeit. Für was ist gut? Für zum Beispiel Blut oder für Reinigung? Absolut, also für die speziell, also für das Blut, das hast du schon gesagt, also blutreinigend,
und natürlich auch stoffwechselnd fördern. Ah, ja. Und zwei Hebel. Jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt schauen wir her. Ich muss mir vorstellen, jetzt gehen wir mal runter. Die Garnele darf nicht zu lange kochen. Jetzt gehst du schon mal rein. Aufpassen mit dem Salz, weil diese Currypasten sind eigentlich gesalzen. Also eine Fisch, so eine Fischsuppe kommt jetzt nicht. Nein, Fischsoße. Mhm. Achso, Fischsoße. Das gehen wir jetzt einmal nicht hinein, weil du merkst schon, der Eigenanteil von dem ganzen Herbalen. Ja, so wir haben kein Salz dazugegeben. Wir haben jetzt hier nur unseren Palmzucker, was 50% übrigens Traubenzucker beinhaltet. Das ist nichts anderes wie Palmsaft von der Todi-Palme und das Ganze. Der ist auch gesund. Das der, ist ja wunderbar. Mhm. Besser als Zucker. Zwar besser als Zucker. Mhm. So, jetzt schauen wir mal. Oh, das ist aber genau das. Ja, freue ich mich drauf. Ja. Da tut es im Hals, da so. Kribbelt es im Hals. Jetzt gehen wir hier mal drauf. Schau mal her. Mhm. Merkst du was? Ist schon pikant. Also, ja. Also da spüre ich ja. Da spüre ich. Also ich bin da sehr empfindlich. Ja? Aber ich mag das gern, wenn das so ist. Du hast da oben drauf, schau mal her, was wir jetzt hier machen, wie wir das anrichten. Eine schöne so einfach so ein Zweigerl oben drauf. Ja, das tust du jetzt so oben drauf, so ein Zweigerl und, Moment, das ist ein kleiner Schuss Kokosmilch, tun wir dann noch drauf. So, schau her beim Anrichten, zack, so ein Schlag und das war's. Dass es nicht ganz so scharf ist, aber das Essen ist der Hammer. Tun wir das Ganze natürlich mit Duftreis und dazu. Der richtige, Wein von unserem Kunden M. Und dazu trinken, jetzt pass auf, das ist ja das Feine der dabei. Reis kommt auch noch. Pass auf, schau mal den Duftreis. Und dazu trinken tun wir eine Mionetto. Und zwar ein Frisante DOC. Eine DOC, was heißt jetzt DOC nochmal? Dominazione Originale Controllata. Also das ist ein Qualitätsbegriff und ist der absolut verkaufteste Qualitätsprosecco der Welt. Und das aus gutem Grund. Also wenn du mal dieses Produkt probierst, Cheers. Ich sage nicht, dass er am Champagner nahe kommt, aber er umkreist ihn. Also dieser Mionetto ist also wirklich eine Klasse für sich. Der ist fantastisch, ja. Der ist fantastisch, ja. Wahnsinn. Ein Schmankerl. Wahnsinn. Dazu. Lecker, der hat es verdient. Wir wissen aber so, umeinander steht in den Regalen. Also ja. Hier haben wir eine Qualität.